bei mir jetzt der Corrado Bühler, Goalie von GC. Aus unserer Sicht hast du ein super Spiel gezeigt, hast ein paar ganz coole Saves gehabt. Was ist dein Fazit von Spiel 1? Das Fazit von Spiel 1 ist, der Weg ist immer noch gleich weit wie vor dem Spiel 1. Darum können wir das Spiel eigentlich abhaken und vergessen. 4 Siege brauchen wir, dann geht es weiter. Okay, wo ist deiner Meinung nach der Knackpunkt im Spiel? Warum haben die Tigers gewonnen? Ja, es hat so Phasen gegeben, wo wir halt einfach nicht da gewesen sind, die Arbeit geleistet haben, die man sonst geleistet hat. Und das haben sie eiskalt können ausnutzen. Dann kämpfen uns hart an aufs 4-3. Und dann passiert es halt, dann rutscht es rein. Und ja, hergeschafft von nichts. Aber es ist klar, wir wissen, wo der Schuh drückt und das gilt es auszubühlen. Du hast es schon angetönt, ist eigentlich die Frage, oder? Was bedeutet die Niederlage jetzt im ersten Spiel für die Serie? Nichts. Wir müssen viermal gewinnen. An dieser Ausgangslage hat sich nichts geändert für uns. Und wir gehen heim, gehen ins Bett und morgen sieht die Welt wieder anders aus. Gut, besten Dank für die Antworten, Corrado.